Die folgende Geschichte hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ereignet. In der Gegend von Melilla, einer spanischen Enklave im Norden Marokkos. Auf einem winzigen, von Berberstämmen bevölkerten Gebiet errichtet ein gewisser Abdelkrim el-Khattabi einen Miniaturstaat. Mehrere Jahre lang bietet er zunächst Spanien und dann Frankreich erfolgreich die Stirn. Dann wird er auf die Insel La Réunion ins Exil verbannt, wo er im April 1927 gefilmt wird. Wie eine Kriegstrophäe wird er vorgeführt. Der sogenannte Riffkrieg forderte Zehntausende von Toten. Er hinterließ im Land wie unter der Bevölkerung nur Verwüstung, durch Bombardements und durch den Einsatz von Chemiewaffen. Abdelkrim el-Khattabi gelingt die Flucht, als er 1947 nach Frankreich überstellt wird. In Kairo, wo er Asyl gefunden hat, wird er 1963 als große arabische Persönlichkeit beigesetzt. Seine Heimat hat er niemals wiedergesehen. Ich habe meine Mutter einmal gefragt, wer war dieser Abdelkrim? Und sie hat mir geantwortet, er war ein Moro-Oberhaupt, also ein Riffführer, ein Maure. Und er hat dem Militär in Marokko ordentlich eingeheizt. Dann fügte sie hinzu, wenn Abdelkrim gesiegt hätte, wäre uns Franco erspart geblieben. Mein Doktorvater an der Sorbonne, Professor Villard, hat oft begeistert gesagt, mit diesem Satz habe meine Mutter die Geschichte auf den Punkt gebracht. Abdelkrim el-Khattabi ist Sohn einer angesehenen Familie aus dem Stamm der Beni Uriagel. Nach dem Jurastudium in Fes tritt er in Melilla in die Dienste der Spanier ein, als Lehrer, Dolmetscher und Journalist, sowie als Richter für muslimische Angelegenheiten. Abdelkrim und sein Vater haben sich bei den Berberstämmen für die spanische Präsenz stark gemacht. So schildert er es später dem Militärdolmetscher der französischen Armee, Hauptmann Sagnès, der ihn ins Exil begleitet. Anfangs war ich voller Zuversicht und Begeisterung. Und ich habe mich, so wie mein Vater, darum bemüht, die Riffbevölkerung davon zu überzeugen, dass die Spanier uns etwas Gutes, uns Fortschritt und Entwicklung bringen würden. Doch die Gier der Bergbaugesellschaften machte solche Hoffnungen zunichte. Geologische Untersuchungen, die zwischen 1905 und 1907 durchgeführt worden waren, hatten in der Nähe von Melilla reichhaltige Eisenerzvorkommen nachgewiesen. Ein neues Eldorado, das Begehrlichkeiten weckte. Trotz des Widerstands der Berberstämme gegen den Bau einer Eisenbahnlinie quer durch ihr Land gehen die Arbeiten daran weiter. Im Juli 1909 werden 6 Eisenbahnmitarbeiter von Riffkabilen getötet. Dem folgt eine spanische Strafexpedition, die mit einer bitteren Niederlage endet. In der Barranco del Lobo, der Wolfsschlucht, werden die Spanier binnen weniger Stunden aufgerieben. Musik.
Fest entschlossen, die Kontrolle über die winzige Kolonie nicht aus der Hand zu geben, das Ansehen der Armee wiederherzustellen und seine Investitionen zu schützen, verstrickt sich Spanien ab 1909 in einen regelrechten Krieg. Es werden nur Männer aus dem einfachen Volk eingezogen. Gegen diese Ungerechtigkeit kommt es in Barcelona zu tagelangen Protesten. Sie werden blutig niedergeschlagen und gehen als Semana Trágica, als tragische Woche, in die spanische Geschichte ein. Obwohl immer größere Truppenverbände mobilisiert werden, gelingt es der spanischen Armee einige Jahre lang nicht, in das Rifgebirge vorzudringen. Und je mehr sie sich gedemütigt fühlt, umso brutaler wird ihr Vorgehen gegen die von den Spaniern verachtete einheimische Bevölkerung. Das Volk wollte diesen Krieg nicht, absolut nicht. Aber dem spanischen Staat ging es um sein internationales Ansehen. Zum Beispiel hat der Vorsitzende der liberalen Partei, Graf von Romanones, der selbst Bergbauinteressen im Riff hatte, immer erklärt, Spaniens einzige Außenpolitik gilt Marokko. Nach dem Verlust seiner Kolonien in Südamerika suchte Spanien einen Weg, sich als Weltmacht zu behaupten. Und dazu brauchte es Kolonien. Ein europäisches Land war ohne Kolonien bedeutungslos. Es war das koloniale, imperialistische Zeitalter. Frankreich wartet schon lange auf eine Gelegenheit, sich den größten Teil von Marokko einzuverleiben. 1911 marschiert es in Fes ein, unter dem Vorwand, den von Aufständischen bedrohten Sultan retten zu wollen. Aber Frankreich hat nicht mit dem Deutschen Reich gerechnet. Es verweist auf die Verletzung geltender Verträge und entsendet Kriegsschiffe nach Agadir im Süden von Marokko. Europa gleicht einem Pulverfass. Ohne den Druck der öffentlichen Meinung und die Intervention Englands, dass Deutschland droht, sich im Falle eines Konflikts an die Seite der Franzosen zu stellen, wäre der Erste Weltkrieg ohne Frage schon 1911 ausgebrochen. Frankreich hat damals in Marokko ein Feuer entfacht mit einer Politik, die den marokkanischen Staat untergraben hat. Paradoxerweise sollte General Léauté dann den entstandenen Brand löschen. Spanien gelingt es nicht, seinen Einfluss über die von ihm besetzte Zone hinaus auszudehnen. Während Hubert Léauté als Generalresident ab 1912 das Protektorat Französisch-Marokko leitet, zur, wie es euphemistisch heißt, Befriedung des Landes. Léauté ist ein überzeugter Monarchist und von der Kolonialarmee geprägt. Zuvor hat er sich in Indochina, auf Madagaskar und in Algerien bewährt. Weil er den Islam respektiert, genießt er hohe Wertschätzung bei den örtlichen Würdenträgern, den Säulen des Regimes. Léauté schätzt die Lebensweise der Marokkaner. Er will das alte Marokko erhalten, will das Krebsgeschwür Europa, wie er es nannte, fernhalten. Das Krebsgeschwür, ein starker Begriff. Die Kolonialsiedler nennt er Rüpel. Er rügt ihr rüpelhaftes Benehmen. Sie hätten nicht die geringste Ahnung von den Eingeborenen. Manchmal sagt er auch Marokkaner. Aber meist spricht er von Eingeborenen, wie es damals üblich war. Zeitweise scheint er fast die koloniale Schranke zu überspringen. Niemals so ganz, aber...
Nicht von ungefähr kommt es zwischen Franzosen und Marokkanern zu einem Disput über seine Zugehörigkeit. Nach 1918 entsteht der Mythos von Lyautey, dem Afrikaner. Das Rifgebirge betrachtet Lyautey als ein Wespennest. Lange Zeit hält er sich von ihm fern und begnügt sich damit, kleine Forts entlang der unsichtbaren Grenze zu errichten, die den französischen vom spanischen Teil trennt. Die Aufteilung der kolonialen Beute, nach der die Industriellen und Finanzmagnaten in Europa gieren, fordert mitunter Opfer. Während sich die Soldaten mit der schier unvorstellbaren Zerstörungskraft neuer Waffen gegenseitig niedermetzeln, liefern die Riffbergwerke immer weiter Eisen an die Hauptabnehmer England und Deutschland. Abdelkrim beschreibt diese Zeit als ausschlaggebend dafür, dass er sich fortan für die Riffbewohner stark machte. Ich hatte jahrelang auf die Spanier einzuwirken versucht, damit sie ihre Vorgehensweise im Riff änderten. Aber sie brachten uns nur immer mehr gegeneinander auf. Als von ihrer Seite nichts mehr zu erwarten war, sprach ich mich für die Unabhängigkeit des noch nicht besetzten Riffgebietes aus. Daraufhin kam ich 11 Monate ins Gefängnis, unter dem zynischen Vorwand, ich stecke mit Deutschland unter einer Decke. Der Hauptgrund für seine Inhaftierung war, dass er offen von Unabhängigkeit sprach. Er sagte, ich werde niemals akzeptieren, dass meine Heimat einem fremden Land unterworfen wird. Solche Äußerungen wurden als hochgefährlich angesehen. Und er hat schon früh sein Manifest für die Unabhängigkeit verkündet. Das Wort Unabhängigkeit hat sein ganzes weiteres Leben bestimmt. Er wollte keine Fremdherrschaft dulden. Unterdessen brennt der spanische König Alfons XIII. Darauf, den Affront von 1909 zu rächen und endlich vom gesamten Riffgebirge Besitz zu ergreifen. 1918 holt er bei den deutschen Behörden Informationen über die Herstellung chemischer Waffen ein. Während sich Frankreich, England und die Verbündeten noch um das weitere Schicksal Deutschlands streiten und dessen Kolonialreich unter sich aufteilen, verkündet Graf de Romanones 1919, inzwischen spanischer Regierungschef, die Wiederaufnahme des Krieges in Marokko. Von 1920 an rückt General Silvestre, der mit der Leitung der militärischen Operationen betraut ist, sehr schnell vor und unterwirft auf seinem Siegeszug immer mehr Berberstämme. Spanien ist wie geblendet von seinen operettenhaften Erfolgen. Umso bitterer die Niederlagen, die noch kommen werden. Die meisten Erfolge wurden in der Presse als bedeutende Eroberungen und große militärische Triumphe gefeiert. In Wirklichkeit wurden die Kabylenführer bestochen. Es wurde paktiert. Die Besetzung von Land beruhte auf Geldgeschenken. Unter den Blinden ist der einäugige König. Zu jener Zeit gründet Milan Astrai das Söldnerheer El Tercio, nach dem Vorbild der französischen Fremdenlegion. Franco erhält das Kommando über die aus 3 Kompanien bestehende 1. Brigade.
Mein Vater war gerade gestorben. Vermutlich hatten ihn die Spanier vergiftet. Wie es bei uns Sitte ist, machten die Führer der Beni Urriagel einen Kondolenzbesuch. Bei dieser Gelegenheit regte ich Gespräche über das Verhältnis zu Spanien an. Obwohl sie in Normalzeiten eher zu Zwietracht neigen, schließen sich die Riffbewohner sofort zusammen, wenn sie ihre Freiheit bedroht sehen. Das Land wurde in Stammesfehden aufgerieben. Bündnisse gab es nur, wenn ein Feind von außen auftauchte. Aber sie dauerten nie länger, als bis diese Gefahr vorüber war. Statt zusammenzuhalten, bekämpften sie einander. Abdelkrim sagte, wir müssen diese Querelen beenden und auf eine Einheit hinarbeiten. Das war für ihn ein fundamentaler Begriff. In den ersten Januartagen des Jahres 1921 rückt General Silvestre zum Stützpunkt Anual vor, von dem weitere Operationen ausgehen sollen. Spanien ahnt nicht, wie sehr Abdelkrim in den zurückliegenden Monaten an Einfluss gewonnen hat. Und Spanien träumt seinen Traum sogar noch, als die ersten Niederlagen kommen gegen Stämme, die von Tag zu Tag stärker werden. Innerhalb weniger Wochen geht rings um Anual eine Stellung nach der anderen verloren. In der Nacht des 21. Juli 1921 fordert General Silvestre in mehreren dringlichen Telegrammen Verstärkung an. Sofort, sonst nicht mehr nötig. Im Morgengrauen ertönt das Signal zum Rückzug. 5000 Mann verlassen in wilder Flucht ihre Stellungen. Nichts und niemand gibt ihnen Deckung. Sie stürzen in einem unbeschreiblichen Durcheinander, unter sengender Sonne, die Hänge hinab. Es wird ein einziger Albtraum. Mais cet écroulement de position, attention, il n'y a jamais eu une attaque des Riffins. Dabei gab es gar keinen Angriff der Riffstämme auf Anual. Es war blanke Panik, die zur Aufgabe sämtlicher Militärposten führte. Die Spanier dachten nur, sie würden angegriffen. Aber das war falscher Alarm. Der Befehl zum Rückzug kam völlig überstürzt und er erfolgte auf ganz unmögliche Art und Weise. Das war ein einziges Chaos, eine wilde Flucht, ein unfassbares Debakel. Alle, die nicht in Abdelkrims Gefangenschaft gehen, werden niedergemetzelt. Die Stämme sind außer Rand und Band. Einige Wochen später finden die Spanier ihre Toten in den Überresten des Forts Monte Aruid, wohin sich die Überlebenden von Anual auf dem Weg nach Melilla geflüchtet hatten. Sie sind entsetzt über das Ausmaß des Massakers. 3000 verwesende Leichen liegen dort verstreut. 3000 Leichen, die es zu bergen und zu identifizieren gilt. Ich habe alles getan, um dieses Massaker zu verhindern. Gott ist mein Zeuge. Es wurde von Riffstämmen verübt, die in völliger Anarchie lebten und meine Anweisungen missachteten. Das Debakel von Anual brachte nicht nur die Gefangenen in unsere Gewalt. Wir erbeuteten zudem 150 Kanonen, 10.000 Gewehre, unzählige Granaten und Millionen von Patronen. Autos, Lastwagen, Medikamente und Material für Zeltlager. Um die Tür zu Verhandlungen einen Spalt weit offen zu halten und weiteres Blutvergießen zu verhindern, ließ ich Melilla nicht besetzen und ich ließ die Frauen und Kinder frei. Il sait bien que la guerre, c'est sa fin.
Abdelkrim weiß, dieser Krieg ist sein Ende. Ihm ist vollkommen klar, dass dies sein Untergang sein wird. Er konnte ihn nicht gewinnen, das hat er 1926 selbst erklärt. Und er hat es 1947 bei seiner Flucht nach Kairo noch einmal wiederholt. Er sagte, ich kam zu früh. Zur damaligen Zeit war ein solcher Bruch zum Scheitern verurteilt. Das hat er gespürt. Und doch führt er diesen Krieg, obwohl er weiß, dass die Großmächte den Sieg davontragen werden. Während Abdelkrim auf die Eröffnung von Verhandlungen wartet, um den Frieden auf eine solide Basis zu stellen, denkt die spanische Regierung nur an baldige Vergeltung. Sie will ihre Kriegsgefangenen mit Gewalt befreien. Binnen weniger Monate haben wir gezeigt, dass ein kleines Volk sein Schicksal selbst in die Hand nehmen konnte. Ich legte den Grundstein für einen Staat und begann, das Stammesleben zu modernisieren und die Stämme zu einen. Ich schuf eine Justiz, eine Armee, ein Schulsystem. Ich lancierte eine Volkszählung. Ich konnte die Riffstämme sogar für die Entrichtung einer Steuer gewinnen, um unsere Ausgaben zu finanzieren. Ich habe den Spaniern immer wieder versichert, wir schlagen die Tür nicht zu, wir sind bereit, auf Augenhöhe über die Freilassung der Gefangenen zu verhandeln. Stattdessen führte die Regierung eine Hetzkampagne gegen mich und stellte mich als einen Feind der Menschheit hin. Im November 1921, als sich die internationale Gemeinschaft gerade auf einen Bann von Chemiewaffen einigt, kommt der deutsche Kampfstoffexperte Hugo Stolzenberg nach Madrid. Er soll Pläne für eine Fabrik am Rande der Stadt ausarbeiten. Um die nötige Diskretion zu gewährleisten, erhält Stolzenberg einen spanischen Pass. Der Militäretat wird verdreifacht, um den Riff-Aufstand und den Kampf von Abdelkrim niederzuschlagen, dessen Berühmtheit schon weit über das Riff hinausreicht. Dieser Mann wird zu einer Legende. Im Laufe des Riffkrieges tauchten eine ganze Reihe von Europäern in der unmittelbaren Umgebung von Abdelkrim auf. Es waren die unterschiedlichsten Leute. Es waren Schmuggler, die Waffenlieferungen oder Lebensmittellieferungen brachten. Es waren Überläufer aus den französischen oder spanischen Fremdenlegionen, die zu mehr oder weniger wichtigen Militärberatern avancierten. Es waren Leute, die an Bergbaugeschäften interessiert waren. Es waren politische Berater, die aus den unterschiedlichsten Beweggründen Abdelkrim in seinem Kampf um die internationale Anerkennung, um die Unabhängigkeit helfen wollten. Während die Königin den in Marokko Verwundeten einen freundlichen Besuch abstattet, empört sich im spanischen Parlament Indalecio Prieto, ein großer Redner der Sozialisten, darüber, dass die Legionäre keine Gefangenen machen. Tatsächlich erlaubt Franco seinen Legionären zu vergewaltigen, zu plündern, zu brandschatzen, die Opfer zu verstümmeln und zu töten. Und das Bild vom unterentwickelten, barbarischen Riffbewohner wird wieder zum beliebten Klischee. Einmal als Wilder abgestempelt, werden ihm nach und nach alle menschlichen Attribute genommen. Auf diese Weise lächerlich gemacht und verdinglicht, lässt er sich ohne jegliche Skrupel bekämpfen. Wo gestern noch die Riffbewohner zivilisiert werden sollten, herrscht nun die Devise Ausrottung um jeden Preis. Diese Einheiten waren in der Regel Sturmtrupps.
Das waren Offiziere mit einer sehr eigenen Geisteshaltung. Es ist bekannt, zu welch unglaublichen Gräueltaten diese Leute in den Kolonialkriegen fähig waren. Und so sind sie später auch in Spanien vorgegangen, mit denselben Methoden wie im Kolonialkrieg. Madrid zögert noch im Hinblick auf die spanischen Kriegsgefangenen. Nicht so Graf de Romanones. Er bleibt seiner Linie treu und ermahnt die Regierung, Marokko auf keinen Fall aufzugeben. Das sei eine Frage auf Leben und Tod, beteuert er. Während die Linke gegen die Bergbaupolitik wettert, die diesen Krieg nicht rechtfertige. Die Presse zieht harsch gegen Abdelkrim zu Felde. Nur Luis Oteiza, Chefredakteur der Zeitung La Libertad, sucht den Rebellenführer auf. Er will über die Lage berichten und die Angehörigen der spanischen Gefangenen informieren, die seit einem Jahr auf ihre Freilassung warten. Obwohl die spanische Regierung zugesagt hat, für die Dauer der Verhandlungen keine Militäroperationen durchzuführen, setzt General Berenguer 20.000 Mann Richtung Alhucemas in Marsch, unterstützt von der Luftwaffe und schwerer Artillerie. Trotz ihrer Übermacht muss die spanische Armee erneute Niederlagen einstecken. Sie muss sich zurückziehen. Diese Schmach zahlt sie mit Bombenteppichen auf das Rifgebirge zurück. Davon überzeugt, er werde in Großbritannien Verbündete für die Verhandlungen mit Spanien finden, schickt Abdelkrim Emissäre nach London. Er bittet um medizinische Hilfe und einen Bruch der Militärverträge mit Madrid. Doch die britische Regierung diskutiert nicht mit Rebellen. Im Laufe jenes Sommers 1922 entsteht vor den Toren von Melilla eine Chemiewaffenfabrik. Es gab Gespräche mit Franzosen und die Firma Schneider schickte dann Chloropizrin, mehr oder weniger heimlich. Deklariert war es als ein Pestizid. Die Techniker der Firma Schneider haben auch ein Werk gebaut für die Umwandlung besagter Stoffe in Giftgas. Die Spanier glauben, Europa habe sie damit beauftragt, das Riff zu modernisieren und zu zivilisieren. Aber die Riffstämme fragen, besteht die Reform darin, Häuser durch den Einsatz verbotener Waffen zu zerstören? Europa hat erklärt, im 20. Jahrhundert die Zivilisation verteidigen zu wollen. Es wird Zeit, dass es seine hehren Prinzipien aus der Theorie in die Praxis umsetzt. Unterdessen entwickelt sich die Frage der Gefangenen zur Staatsaffäre. Was Abdelkrim 1,5 Jahre lang verwehrt wurde, ist binnen weniger Tage beschlossene Sache. Im Januar 1923 werden die Gefangenen zu den ursprünglichen Bedingungen freigelassen. Doch von den 600 spanischen Gefangenen kehren nur 367 zurück. Die anderen sind verhungert oder an Krankheiten gestorben. Weiter auf die Unabhängigkeit hinarbeitend, proklamiert Abdelkrim im Juli 1923 die Rif-Republik. Sie gibt sich eine parlamentarische Versammlung, in der die gewählten Vertreter von 41 Stämmen zusammenkommen. Eine Exekutive mit Ministern und sie erhebt, wie jede moderne Republik, den Anspruch auf Autonomie und Selbstbestimmung. Der übrigen Welt bietet sie zwischenstaatliche Beziehungen an, unter Wahrung internationalen Rechts und des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Musik.
Le mot République, c'est un gallicisme. Der Begriff Republik ist eine Anlehnung an den Status und die Geschichte der République française. Abdelkrim verwendet selbst einen in den 20er Jahren sehr gängigen Ausdruck, nämlich Jumhuria. Dieses Wort gibt es im Türkischen wie im Arabischen, nur ist die Aussprache etwas anders. Es ist ein Ausdruck für die Republik Atatürks, aber auch ebenso für die Sowjetrepublik. In den 1920ern sind Atatürk und die Sowjets also ebenbürtig. Jumhuria, das ist die Selbstbestimmung des Volkes, das seinen eigenen Weg geht. Sie haben versucht, mich als blutrünstigen Rebellen darzustellen, als einen Banditen. Dabei ging es nur darum, unsere Rechte zu verteidigen und unsere legitimen Ansprüche geltend zu machen. Das hatten wir Spanien deutlich genug gesagt nach den Ereignissen von Anual. Wir hatten es auch gegenüber Frankreich erklärt, gegenüber Marschall Lyautey und dem Sultan. Wir hatten es in London und vor dem Völkerbund erläutert. Niemand wollte hören, dass wir Frieden, Ordnung, Handel und Koexistenz mit der gesamten Welt anstrebten. Die Spanier wollten uns ausrotten. Wer kann uns da vorwerfen, dass wir unsere Freiheit und unsere Religion verteidigt haben? Spanien ist in Aufruhr, als bekannt wird, wer die Verantwortung trägt für das Fiasko von Anual und wie hoch der Blutzoll dieses nicht enden wollenden Krieges ist. Hinzu kommen Arbeiterforderungen, angefacht von der russischen Oktoberrevolution. Und was macht König Alfons XIII.? Er betraut Franco mit der Führung der Legion, der Elitetruppe im Riff. Vom Beispiel Mussolinis inspiriert, nutzt General Primo de Rivera die akute politische und soziale Instabilität aus und reißt die Macht an sich, mit Billigung des Königs. Im September 1923 setzt er die Verfassung außer Kraft. Er errichtet eine Militärdiktatur und verhängt eine sofortige Waffenruhe. Primo de Rivera führt intensive Gespräche mit Abdelkrim, um sich der Probleme im Riff zu entledigen. Doch die spanische Armee, allen voran Franco, sperrt sich vehement gegen eine Aufgabe des Riff. Ab 1923 dann begann der eigentliche Gaskrieg gegen die Riffbevölkerung durch den Abwurf von Gasbomben durch Flugzeuge. Und im Weiteren verstärkt wurde der Einsatz von Giftgas. Es wurden Märkte bombardiert, es wurden Dörfer bombardiert, es wurde die Zivilbevölkerung bombardiert, es wurden Felder bombardiert, was letztendlich keine großartige militärische Bedeutung hatte. Die Riffkämpfer selbst traf man dadurch nicht, aber man wollte sie auch nicht unbedingt damit treffen. Der Krieg war total geworden, die Zivilbevölkerung wurde mit eingeschlossen und insofern war der Riffkrieg auch ein schlimmer Bestandteil im sogenannten Jahrhundert der Extreme als ein Krieg, der in totaler Weise gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde. Marschall Lyautey fürchtet, dass die Revolte im Riff auf die gesamte Region überspringt und fordert Verstärkung an, um den Vorkämpfer der Sache der Muslime zu stoppen, wie er ihn bezeichnet. Er will das rechte Huerga-Ufer besetzen, um Abdelkrim von der Kornkammer im südlichen Riff abzuschneiden. Ein Linkskartell, das in Frankreich bei den Wahlen 1924 einen triumphalen Sieg errungen hat, im Namen des Friedens in Europa, entsendet die von Lyautey beantragte Verstärkung. Ende Mai 1925 setzen 12.000 Mann über den Huerga-Fluss
in der Gewissheit, der mächtigsten Armee der Welt anzugehören. Er hat Senfgasgranaten angefordert. Und ich denke, sie wurden auch eingesetzt. Im Sommer 1925 wurden bei Bibam und Taunat schwere Geschütze aufgefahren. Im Mai und Juni 1925 fanden Schlachten statt, von denen Weltkriegsveteranen sagten, die Kämpfe waren so heftig wie im Ersten Weltkrieg. Nachdem Abdelkrim die Spanier im Norden geschlagen und ans Meer zurückgedrängt hat, scheint ihn auch im Süden nichts mehr aufhalten zu können. Immer neue Stämme schließen sich seinem Kampf an. Trotz der Bomben von Jotay, dem Friedensstifter, drängt Abdelkrim die französischen Streitkräfte zurück. Er bringt das ressourcenreiche Huerga-Tal in seine Gewalt und bedroht die Städte Fes und Tazar. Er hat dann bekanntlich die Bodenhaftung verloren. Seine Nerven macht nichts mehr mit. Mitte Juli schickte er ein Telegramm an das französische Außenministerium mit dem Wortlaut, die RIF-Republik ist als autonom anzuerkennen, erst dann Verhandlungen mit Abdelkrim. Während in Frankreich die ersten Toten eintreffen, rufen die Kommunisten, unterstützt von den Surrealisten und zahlreichen Intellektuellen, offen zur Meuterei auf und zum Schulterschluss mit den Rebellen. Bei zahllosen Treffen und im Parlament fordern sie eine ehrliche Debatte über den Krieg. Für das Linkskartell ist auch die öffentliche Meinung ein Mittel der Kriegsführung. Painlevé warnt vor den Gefahren einer Ausweitung des Konflikts und dem Zusammenbruch des Kolonialreichs. Die Gleichsetzung von Islam mit Fanatismus rechtfertigt die militärische Repression. Im Sommer 1925 wird Marschall Pétain zu Primo de Rivera geschickt, um eine Strategie zur Niederschlagung der jungen RIF-Republik auszuarbeiten. Als Lyautey scheitert, führt kein Weg an Pétain vorbei. Nun kann sich der französische Patriotismus wieder zu Wort melden, nach einem Krieg wie dem Ersten Weltkrieg, der allenthalben als ein einziges Gemetzel empfunden wurde. Pétain ist wie Balsam auf diese Wunden, sodass niemand mehr aufsteht gegen einen neuerlichen Krieg nach dem Gemetzel von Verdun. Pétain wird mehr und mehr zur Kultfigur. Bald verstärken mehrere 10.000 Soldaten die französischen und spanischen Kontingente in Marokko. Die Truppenstärke wächst auf 350.000 Mann. Am 3. September 1925 erhält Pétain das Oberkommando über die Marokko-Streitkräfte. Die Linke schlachtet den Pétain-Mythos hemmungslos aus. Zum Nachteil Jotays, dessen monarchistische Überzeugungen ihr von jeher suspekt waren. Natürlich herrscht zwischen den beiden Rivalität. Daher das Pétain-Zitat, sie handeln politisch, ich strategisch. Aber Lyautey hat wohl nicht erwartet, von Pétain kaltgestellt zu werden und so in Ungnade zu fallen. Die Angriffspläne erfordern den Einsatz modernsten Materials, in einem bis dahin in einem Kolonialkrieg nie dagewesenen Ausmaß. Die Offensive wird vorbereitet, begleitet und erweitert durch Bombardierungen, die die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und die Infrastruktur des Landes vollständig zerstören sollen.
Viele Male hatte Spanien versucht, die Bucht von Alhucemas zu erobern. Nun endlich gelingt es. Der Riffrepublik versetzt das den Todesstoß. Franco, hier im Bild, wird mit 33 Jahren der jüngste General Europas und wird in Paris für seine Leistungen im Riff zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt. Abdelkrim schickt vergeblich Hilferufe an die ganze Welt. Nichts scheint die Walze des europäischen Imperialismus mehr aufhalten zu können. »16 Jahre lang haben wir für unsere Freiheit gekämpft. Spanien war nicht in der Lage gewesen, uns zu unterwerfen. Zum Teil, weil das Volk den Krieg nicht wollte. Zum Teil auch, weil seine Führer unfähig waren. Doch dann haben uns Frankreich und Spanien an allen Fronten angegriffen. Und wir gingen unter im Trommelfeuer ihrer Kanonen.« Kriegsminister Painlevé stößt in Frankreich auf immer größeren Widerstand. Angeführt nach wie vor von den Kommunisten, doch inzwischen halten ihm auch die Sozialisten den Krieg als Vergeudung von Menschen und Material vor. Le patriotisme fait. Es ist eine Frage des Patriotismus, dass wir die einfachen Soldaten unterstützen, die im Namen des französischen Vaterlandes unsere Kolonien verteidigen. Es geht nicht um Spanien, sondern allein um die Verteidigung unserer Kolonien. Pétain ist dafür der beste Garant. Hingegen ist Abdelkrims Revolution verabscheuungswürdig. Es ist eine nationale Revolution, wie die ganze Welt schreibt. Mit anderen Worten, ein nationaler Aufstand verbietet sich im Namen des französischen Patriotismus. Und das hat bis heute Gültigkeit. Ein französischer Patriot ist gegen den Nationalismus der beherrschten Länder. Deshalb hat auch der Algerienkrieg so lange gedauert. Die Unabhängigkeit kam erst nach 8 Jahren zustande, wegen dieser Verquickung von französischem Patriotismus und Kolonialismus. 8 Jahre waren nötig, um das voneinander zu trennen. Aber diese Verquickung ist durch die Kampagne gegen den Riffkrieg überhaupt erst entstanden. Lyautey hat zu Methoden gegriffen, die er bei den Spaniern stets verurteilt hat. Wiederholt bittet er deshalb in Paris um seine Amtsenthebung. Theodor Steeg, der Lyautey als Generalresident nachfolgt, macht sich seit Monaten für eine friedliche Verständigung Frankreichs mit Abdelkrim stark. Pétain kennt jedoch nur ein Verhandeln, den Krieg. Er will, dass der Riffführer kapituliert oder beseitigt wird, ohne Chance auf einen ehrenvollen Abgang. Stellen Sie sich vor, Frankreich hätte im April 1926 die Autonomie der Riffrepublik anerkannt. Vieles wäre dann vielleicht ganz anders gekommen. Womöglich wäre es der Ausgangspunkt für eine schrittweise, viel frühere Dekolonialisierung gewesen. Trotz der Friedensgespräche, die Generalresident Steeg im April 1926 mit Abdelkrim beginnt, geht der Beschuss des Landes unvermindert weiter. Binnen weniger Wochen hat Pétain jeden Widerstand im Riff erstickt. Wer ist grausamer als der, der den Schwachen und Elenden beharrlich weiter Schaden zufügt? Unsere Verwundeten durften nicht einmal medizinisch versorgt oder ihre Leiden gemildert werden. Ein solches Vorgehen ist unmenschlich.
Nicht einmal Tiere tun das. Ich glaube, Abdelkrims Scheitern ist im Kontext jener Zeit zu sehen. Dieser Staat ließ sich nicht verwirklichen, weil das Rif ein Teil von Marokko war. Der Sultan stand nicht dahinter. Und so hätten die europäischen Mächte nie akzeptiert, dass ein Teil von Marokko abgetrennt wurde. Das war zu gefährlich, nicht nur für die Zukunft Marokkos, sondern für die sämtlicher Länder in Nordafrika mit ihren Autonomiebestrebungen. Es war ein gefährlicher Präzedenzfall. Am Morgen des 27. Mai 1926, nach einer schrecklichen Nacht voller Zweifel, ob seine Entscheidung richtig ist, ergibt sich Abdelkrim den Franzosen. Der Rebellenführer wird nach Fes gebracht. Der Rifkrieg ist ein ganz faszinierendes Beispiel der Kolonialkriegsgeschichte. Es ist ein unglaublich erfolgreicher Kolonialkrieg gewesen, wenn nicht einer der erfolgreichsten überhaupt. Es ist daraus ein Staat entstanden, der von niemandem anerkannt wurde. Aber meiner Meinung nach handelt es sich trotzdem um einen neuen Staat, weil die Rif-Bevölkerung es selbst so gesehen hat, was für mich ausreicht, dass es diesen Staat gegeben hat. C'est presque la meilleure incarnation des possibles. Abdelkrim war die beste Verkörperung des Möglichen. Nur, wie weit reichte das Mögliche? Er hat es verkörpert, wohl wissend, dass es aussichtslos war. Das ist das Außerordentliche an Abdelkrims Geschichte. Wenn ich Fehler gemacht habe, tut es mir leid. Wer bedauert nicht seine Fehler? Ich bin überzeugt, wenn wir die Zeit gehabt hätten, dann wären wir eine große Nation freier Menschen geworden. Unser Kampf hat die Rif-Bevölkerung mit Stolz, Hoffnung und Selbstvertrauen erfüllt. Das kann keine Niederlage auslöschen. Das Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung unseres Volkes wird die Macht unserer Unterdrücker überdauern. Ich war meiner Zeit voraus, aber ich war überzeugt, dass unsere Hoffnungen sich eines Tages erfüllen würden. Diesen Krieg hat uns das Ausland aufgezwungen. Wir wurden besiegt, aber ihr auch.